Ich war neulich in Afrika unterwegs auf der Suche nach Tüpfelhyänen. Das ist die weltweit größte Hyänenart. Sie leben in sogenannten Clans zusammen, die aus bis zu 130 Tieren bestehen können. Nach einiger Zeit habe ich eine Gruppe gefunden, in der ein altes Männchen in schlechtem Zustand war. Um meine Herde zu stärken, habe ich die 308 rausgeholt und anvisiert. Die Hyäne ist nur wenige Schritte nach dem Anschuss gefallen und ich war jetzt auf ihre Wertung gespannt. Die 308 hatte genau die richtige Stärke und die Hyäne nur 45%.